Publikum zur Pokémon. Pokémon. Emerald. Randomizer Nuzlocke Challenge. Was ist denn die Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge? Ganz einfach. Eine Nuzlocke Challenge an sich ist, wenn ein Pokémon stirbt, ist es tot. Für immer. Man muss aber das erste Pokémon auf einer Route in ein Gebiet oder allgemein fangen und man muss jedem einen Spitznamen geben. Aber die genauen Regeln schreibe ich euch in die Beschreibung, weil ich keinen Bock habe, euch das zu erklären. Was ist eine Randomizer? Jedes Pokémon, welches wir hier vorfinden, ist komplett random und von einem Computer irgendwie zusammengewürfelt. Das heißt, vielleicht werden wir auf der ersten Route Mewtwo finden oder Ratikan. Widerlich, okay. Okay. Und wir fangen am besten an, würde ich sagen, sonst bringt das hier bitte nichts. Okay, Professor. Birk? Ich hab keine Ahnung. Ich mag diese Generation tatsächlich nicht so. Ich bin kein Fan. Ich bin absolut kein Fan. Okay, aber wir spielen es trotzdem. Wir nennen uns selbstverständlich, wie auch sonst, der gute Johnny Man. Ja, gute Johnny Man. Okay. Dann legen wir los. Ja, es ist sowas von Johnny. Das ist ein absolut hässliches Ratikoi. Ich mag den Sprite von Ratikoi nicht, okay? Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir dieses fantastische Abenteuer in Pokémon. Wir sind in einem Lastwagen. Okay, ich habe mal Alpha Saphir gespielt vor 2 Jahren oder so. Pokémon-Logo und WhatsApp-Nachrichten. Mann, ich liebe dieses Spiel. Hallo, Mutti. Johnny, bist du ja, Hadi? Alles gut, ja? Ja? Alles gut, ja? Ja? Was machst du eigentlich hinten in der Lastwagen drin? Du Vollidiot, was hast du in den Lastwagen? Warum sind wir in den Lastwagen drin? Das ergibt keinen Sinn. Bin ich etwa ein Möbelstück, Mutter? Bin ich ein Möbelstück und ich merke schon. Na, was hat hier waren das, glaube ich, Maschok. Und hier sind es anscheinend Montier. Okay. Ich gehe die Uhr einstellen, Mutter. Ich gehe die Uhr einstellen. Der Glock ist stoppt. Ja, mach auf. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist 20 Uhr. Also von daher. Was auch immer. So, ich mache das. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Wir haben Gamecube. Wie machst du in deinem Zimmer? Geh aus meinem Zimmer, Mutter. Das ist Privatsphäre. Okay, tschüss. Und wir haben ein Gamecube. Ich glaube, mehr Leute besitzen Game Boy Advance Connected to the Circuit Controller. Schleichwerbung. Okay. Johnny, open the PC. What would you like to do? Nichts. Okay. Warte mal, ist das hier schon die Map? Kann man sich angucken? Der Hornweg im Map. Das ist die Höhenregion. Ich mag die Höhenregion nicht. Und nein, es ist nicht wegen Too Much Mortar. Ich mag sie einfach nicht. Sie gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Aber mein Lieblingsort ist übrigens, das da. Das heißt auf Deutsch Cenero, würde das sein. Richtig, richtig cooler Ort, glaubt mir. Es sieht wunderschön aus. Zumindest das in Alpha Saphir wunderschön aus, okay? Hey, Mutter! Haben wir etwa meinen Vater im Fernsehen gesehen, Mutter? Mann, das will ich mir ja nicht entgehen lassen, Mutter. Oh, wie schade, Mutter. Mein Vater war anscheinend im Fernsehen und jetzt nicht mehr. Mann, wie traurig, Mutter. Du brauchst kein Bett oder eine Toilette oder andere sanitäre Anlagen, Mutter. Du lebst auf einem Stuhl. Gut, hätte man das auch soweit geklärt. Wir sollen zu Professor Eichs Haus gehen, das ist hier. Und mit Professor Eich und Professor Birk. Und hier finden wir eine kleine Waifu. Ich nenne sie Maike. Wir können sie Maike nennen. Okay. Viele Punkte, ich merke schon. Next Door Neighbor. Ist das ein richtiger Begriff, der im amerikanischen Bereich genutzt wird? Wenn ja, ist das ziemlich traurig. Hey, Maike! Maike. Ich hätte einen orangenen Gamecube. Hat jemand einen orangenen Gamecube? Ich glaube nicht. Oh, wer bist du? Ich bin Maike! Und du bist Johnny! Der größte Fan! Ich weiß. Ich habe viele Fans. Mindestens 54. Okay.
Ey, ich hab vergessen, dass ich einfach mal helfen soll und so. Bis dann. Ja, was auch immer. Lassen wir Maike alleine ihre schmutzigen Videos gucken und wir gehen zu Professor Birk und gucken, was für ein gerandomizedes Pokémon wir bekommen. Hey, hallo, da ist ein gruseliges Pokémon außerhalb und irgendjemand schreit. Kannst du mal sehen, was passiert ist? Natürlich. Ein gefährliches Zickzack. Okay, Leute, für diesen Moment wurde ich ausgebildet. Dafür war ich 13 Jahre in der US Army. Lavitar? Ich nehme Lavitar, heilige Scheiße. Despotar, lass mich doch nicht entgehen, ich bitte dich. Hallo, Zickzacks. Zickzagoon. Das ist ein komplett bescheuerter Name, Zickzagoon. Können wir was darüber reden? Bite! Cool. Und es ist zurückgeschreckt, also das war ein sehr, sehr harter Kampf. Oh, Lavitar ist richtig cool. Ich freue mich gerade, dass wir Lavitar bekommen haben. Mit Wurmple hätte man vielleicht auch noch gerade sowas anrichten können, aber Treecko hätte ich nicht genommen, weil warum soll ich den Starter einfach nehmen, wenn ich ein randomized Pokémon-Spiel habe? Komm ins Pokémon-Labor, okay, aber natürlich. Dieser Stuhl da, der ist ziemlich optimal platziert. Ich habe das Blut meines Vaters, das stimmt. Schließlich bin ich sein Sohn. Kennt man. Ich habe Lavitar erhalten. Okay, das ist doch cool. Nickname, heilige Scheiße, ja. Wir nennen dich. Wir nennen dich Larry. Weil du bist Lavitar. Lavitar, verstehst du? Larry. Willkommen im Team, Larry. Ich will ja eigentlich gerade Sekunden sehen, aber dann kann er wirklich. Bist du amazing? Ja, klar. Ja, klar. Was auch immer. Kurz die Einstellungen checken. So. Fast. Battle Scene on, Battle Style, Shift, Sound Stereo, Button Mode, Normal, Frame. Der Klassiker. Okay. Okay. Ich glaube, die Musik kackt gerade ab oder kommt mir das nur so vor. Was auch immer, wir haben Lavitar. Was hast du für ein Wesen, Lavitar? Was hast du für ein Wesen? Oder nur eins. Calm, also ruhig. Mhm. Hab keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ich glaube, hier gibt es diese ganzen Farbunterschiede. Nein! Wir werden jetzt ein Abenteuer erleben. Und du hast ein wunderschönes Board, junger Mann. Du hast ein wunderschönes Board. Okay. Gehen wir mal Maike besuchen, würde ich sagen. Und sollten wir jetzt hier einem Pokémon begegnen, dürfen wir es noch nicht fangen, weil wir haben noch keine Pokebälle. Deswegen, egal was es ist eh egal. Es ist ein fucking Trasler. Oh, ich würde mich ziemlich freuen, wenn ich einen Trasler bekommen könnte. Auf dem Guardabar hätte ich jetzt ziemlich viel Bock. Oder war es Galaglar, die was in der dritten hinzu kam? Ich habe keine Ahnung. Bite! Wir haben mich zerstört. Ich finde es ziemlich gefährlich, wenn man sie nachher nicht fangen kann. Aber naja, mal gucken, was für einen Pokémon wir nachher zugewiesen bekommen. Mal gucken. Und wir sind in Old Dale Town. Das klingt ziemlich Old Dale. Coole Musik, okay. Ich hätte gerne ein paar Potions. Nehmen wir einfach mal 5 Stück, so. Oder 6 Stück. Ich bin Schnellkäufer, Leute. Ich bin Schnellkäufer. Wenn ich euch die Einkaufsläden renne, ich zeige einfach auch irgendwas und bezahle es da. Das ist mein Leben. Gehen wir mal zu Maike. Mal gucken, was sie für ein Leben hat. Okay. Natürlich müssen wir einfach mal gehen. Was auch sonst? Was hören wir denn hier? Fangen Meryl. Gibt es Azumarill schon? Ja, klar. Azurill kam, glaube ich, erst in der vierten dazu, also. Ja. Fee bist du auch noch nicht, also kann ich dich getrost mit meinem Unlichtangriff angreifen. Und die Sache ist eigentlich nicht gegessen. Defense Crew, was ist denn das für ein Scheiß? Ein Igler? Ich glaube, das ist ein Igler. Egal, das Meryl ist Geschichte. Und ich merke gerade,
Larry braucht extrem viel EP, kann das sein, das wird relativ nervig. Aber ja, kein Problem damit, da ist Maike, die guckt krass an. Ich hab auch mehr davon. Lexi, du hast geguckt, weil ich so gefangen habe. Hallo, Johnny, du hast Pokémon, das verkämpfen, Digga. Und ja, Maike nennt mich Digga. Okay. Was hast du für ein wunderschönes Pokémon? Ich wette es jetzt... Klar, du wolltest nicht randomized. Warum auch? Warum auch? Zerstör es. Mach es kaputt. Reiß ihm die Arme raus. Was auch immer. Zerstör es einfach. Fun. Geiler, geiler Fun. Im englischsprachigen Pokémon-Bereich bin ich jetzt vielleicht nicht allzu geschult, weil ich weiß einen großen Teil der englischen Pokémon-Namen nicht und auch Attacken, also manchmal muss ich dann vielleicht mal googeln, um herauszufinden, was für ein Pokémon als nächstes auf mich zukommt oder was für eine Attacke mein Pokémon da eigentlich lernen möchte. Und damit ist es erreicht. Oh, du bist so gut. Ich weiß, dass ich gut bin, Michael. Ich weiß. Okay. Lass Freunde sein. Ja. Freunde, Michael. Und ich darf den ganzen Scheißweg jetzt zurückgehen. Oh, es wird absolut schrecklich. Hallo, Michael. Ich weiß, wo wir herkommen, Michael. Gehen wir ins Labor rein. Birky! Birky Boy! Hallo, ich bin Birky Boy. Ich weiß, Birky Boy. Okay. Pokédex. Oh shit, wir haben den geilen Pokédex, Leute, wir haben den geilen Pokédex. So. Und weil ich ganz genau weiß, ich habe ja schon mal ein bisschen aufgenommen, da habe ich als Starter irgendwas anderes gehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe einfach Trico genommen. Auf jeden Fall, um diese Zeit ist irgendwie abgestürzt, also ganz schnell speichern, bevor irgendwas passiert. 9 Minuten spielen wir schon, okay. Don't turn off the power. Ich turne meine Power off, wenn ich es möchte, verstanden. Jetzt müsste es meine Mutter geile Torvertreter geben, oder? Warte, Johnny! Johnny, hier! Nimm die coolen Torvertreter! Ich krieg doch jetzt Torvertreter, ja. Okay. Switch Shoes with the Running Shoes. Hm. Was für hübsche Schuhe. Sie sind von der Marke Yeezy. Viel Spaß damit, mein Kind. Dankeschön. Und oh, das Speedy Gonzales. Und ich möchte mein erstes Pokémon haben. Wir bekommen Trasma, yes! Okay, wir dürfen es nicht töten. Sobald wir nur eine Attacke machen, ist es sofort down. Nicht so optimal, denn ich möchte ein verdammtes Trasma haben. Psycho-Pokémon sind immer gut, gerade zu Anfangszeiten. Psycho-Pokémon sollte man dabei haben. 1, 2, 3. First Try, Leute! Ralf wurde gefangen. Oh mein Gott, ich weiß, wie ich dich nenne. Ich weiß easy, wie ich dich nenne. Cool. Ich weiß, wie ich dich nenne. Ich nenne dich Ralf. Ralf Reicht, hab ich recht. Nein! Fuck! Er heißt er. Es heißt er. Es war nichts mit Ralf, es ist er. Wir haben R, Leute. Wir haben anscheinend R. Und ich würde sagen, da ist, glaube ich, storymäßig weiter. Und dann will ich da oben noch ein schnelles Pokémon catchen. Wir können inzwischen schon 3 Pokémon genüsslich fangen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Hallo, Ninkada! Oh mein Gott, was habe ich für ein Glück. Los, R! Du erinnerst mich an Sonic R. Das ist nicht so optimal. Und es ist ein Käfer-Pokémon. Ich glaube, Käfer ist sehr effektiv auf Psycho. Ich weiß es nicht, aber ich denke. Deswegen wäre es schön, wenn du es direkt fangen würdest, Johnny. 1, 2, 3. Denn machen wir uns nichts vor. Ninjatom ist ein Pokémon, das wollen wir unbedingt dabei haben. Da sage ich nicht zu viel. Ninjatom ist der Shit. Ninkada, wie nenne ich dich? Du bist männlich. Du heißt Cendric. Du fängst nicht mit C an, aber du hast einen C-Namen. Du bist auf jeden Fall jetzt Cendric. Find dich damit ab, Cendric. So, Cendric.
gebe es den Namen eigentlich, ich habe keine Ahnung. Okay, Sandrick. Nicht gut, nicht gut. Und jetzt haben wir Sandrick und Arl im Team. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, wenn ich war. Und Flurmel hätten wir noch bekommen können. Okay, das wäre jetzt nicht so optimal gewesen. Ich würde mal sagen, Arl, schalte das mal schnell aus. Das schaffst du ja, oder? Du kannst nur heulen. Ah, du kannst nur... Flüchte, 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 Bitch. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Nuzlocke will man nicht besiegt werden. Will nicht besiegt werden. Ich gehe mal schnell ins Pokémon Center. Dann fange ich mein drittes oder inzwischen auch schon viertes Pokémon. Und dann war es das inzwischen auch mit Erfolg, würde ich sagen. Von daher, ja, mal gucken. Okay, danke, dass du meine Pokémans geheilt hast. Die coolen Pokémans. Okay, dann gehen wir da hoch, dann gehen wir da. Könntest du, danke. Und fang unser viertes Pokémon. Los, los. Okay. Was wird es? Es ist ein Rabaut. Das ist ziemlich cool. Okay, was für eins bekommen wir denn? Also, es entwickelt sich ja entweder zu Kiki, Nocturne oder Capoeira. Je nachdem, wie die Werte sind. Sind Angriff und Verteidigung gleich, ist irgendwas und, ja. Ich glaube, wenn Verteidigung höher als Angriff ist, ist es, glaube ich, Kikli. Wenn Angriff größer als Verteidigung ist, ist es Nocturne. Und wenn beides gleich ist, müsste es Capoeira sein. Und das ist absolut nicht optimal, was er gerade gehört, finde ich, möchte ich. Nee, ich kann nicht riskieren. Okay, pass auf. Pass auf. Larry. Ich möchte unglaublich gerne dieses Rabaut sammeln, okay? Also bitte pass auf mich, Larry. Bitte pass auf mich. So weit. Okay. Wir fangen dieses Rabaut, Leute. Dieser Pokéball muss sitzen, sonst haben wir ein riesiges Problem. Denn ich möchte dieses Rabaut wirklich haben, okay? Komm schon! Okay, rot. Es ist rot, ist gut. Es ist rot, Leute. Es ist rot. Back. Pokéball. Komm, du musst sitzen, Mann. Ich bitte dich, Mann. Fang dich drauf aus. 1, 2, 3. Yes! Wir haben es, Leute. Okay, wie nenne ich dich? Ich weiß, wie ich dich nenne. Es ist eine gebrochene Sache, Leute. Im Jahre 2017 würde man das auch auf jeden Fall machen. Weil 2017 ist ein Jahr, was dieses Meme geboren hat. Nicht 2013 oder so, das Imba. 2017. Ach, komm schon! Panikon oder Shaloko. Ich weiß nicht, was von beiden welches ist. Hätten wir noch bekommen können. Das ist eine interessante Sache und ich kann immer noch nicht angreifen, aber ich vielleicht denken. Ja. Ist cool. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, das wird Shaloko sein. Ich glaube, Shaloko hat diese. Die haben beide Staffeln. Ach, Giga, ey, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, okay, dann würde ich sagen, diesen Trainer da werden wir im nächsten Part bekämpfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss!